Eins, zwei, drei. Tüdelü. Dann spielen wir halt mal auf Wadi. Mit einem Tiger. Vielleicht schaffen sie jetzt endlich mal genug EP zusammen zu spielen, dass wir uns die letzte Op für den CDC jetzt mal spielen können. Das wird nämlich sehr knapp bei mir. Aber schauen wir mal. Ja, relativ ausgeglichen. Natürlich Top Tier, das ist ja so geil. Es kommen Gegner. Entweder schalten wir sie aus oder nehmen ihre Basis ein. Gut. Los geht's. Oh, süß. Ich finde ihn ja so knuffig. Wie einfach mal weggeschoben wird. Gut, ich fahre jetzt mal alles oder nichts. Bisschen vor. Und hoffe, dass ich nicht gleich das Ziel für so manche gegnerische Panzer bin. Ich bin zum Glück nicht der Einzige, der langfährt. Er fährt noch mit. Ach, wunderbar. Das ist super schön. Jetzt fahre ich mich den Hügel hoch. Hab dann die Steine, die mich links etwas schützen. So, Treffer Nummer 1. Der kann doch wissen, wo ich bin. Ja, das war so klar. Komm. Das war so klar. Das war so klar. So, kacke, ich esse ja schon wieder. Sau. Na, hier sind jetzt wohl alle, oder was? Was ist denn das ja schon wieder für ein Rotz? Keine Art hier und ich krieg trotzdem noch einen Sack oder wie. So, der ist gekettet. Hoffen wir, dass der hier ins Dorf geht. Oh, schön. Hier steht ein schöner T29 ganz alleine und der fährt schön hier oben lang. Komm, kriegen wir da immer. Ah, schade. Tiger P. Ah. Da kriegt auch nochmal Schaden. Den holen wir jetzt gleich raus. Wunderbar. Der M6 hier oben, da kann man nicht ran. Oh, der T29, der schießt auf uns. Ah, den kriegen wir natürlich nicht. Jetzt holen wir uns noch den M6 hier hinten. Der ist raus. Gut, das sieht ja nicht ganz so gut aus jetzt hier für uns. Ich habe mich jetzt hier leider ein Stück festgefahren. Oh, jetzt komm. Den holen wir uns auch noch hier. Hm. Schade, schade, schade. Ach, komm schon. Na komm. Ja, genau. Ja, leider stehen die Heavys hier ein bisschen scheiße. Ja, das war klar. Gibt's auf den Sack. Na naja. Also jetzt frage ich mich gerade, wo mein ganzer Clan hier ist. Na, es wird nicht ganz so viel. Aber wenigstens was. Ist ja mein Lieblingspanzer. Also der Tiger ist für seine Stufe einfach mal göttlich. Der macht wirklich Spaß. Und ja, wie man sieht, ich habe jetzt bald Reparatur fertig. Das heißt, es geht dann auf den 5. Skill. Und für das, dass ich eigentlich relativ wenig spiele, ist das okay? Und
schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Eigentlich hoffe ich ja, dass wirklich noch welche aus dem Zug mitkommen. Weil das ist für mich nämlich eigentlich einfacher, wenn da welche mitkommen. Wir können mal gucken, also ich brauche noch, ja, 4 Tage, 100.000, also 25.000 DP jetzt noch pro Tag. Das wird, ja, zumal es heute ja eh nicht so viel wird. Das heißt, ich müsste dann morgen noch mal ein bisschen durchstarten. Siegfriedlinie. Also wenn ich jetzt hier Top-Tier bin, dann fahre ich definitiv in die Stadt rein. Aber ich glaube, das wird ein Siemer-Gefecht. Habt ihr jetzt nicht geguckt, wie die Verteilung der Panzer ist? Aber ich denke, das wird ein Siemer-Gefecht. Das habe ich so im Bauchgefühl. Das erste Gefecht ist meistens nur mal Top-Tier, wird bei Laune gehalten. Angriff auch noch, ja leck. Zwei Aris beim Gegner, zwei bei uns. Okay. Na, ich fahre mal ja vor Richtung Turm. Los geht's. Und versuche so vielleicht dort mal reindrücken und vielleicht du. Ja, es kann jetzt sogar klappen, dass wir hier uns die Superschütze heißt die, für 6 Abschüsse. Ich hatte schon mal das Glück, da hatte ich dann wirklich nur noch One-Shots. Und das lohnt sich dann definitiv. So, ich darf jetzt nicht hier zu weit vorrennen. Ja, jetzt gibt es mich schon den ersten auf den Sack hier. So, fahren wir gleich mal zurück. Den ersten haben wir aufgedeckt hier. So, wo fährt er hin? Können wir ein bisschen verarschen? So, gucken wir nochmal rein, wie es hier aussieht. Jetzt kommen schon unsere ganzen Homies hier an. Die jetzt hier natürlich auch gleich mit kräftig mitwirken hier. So, der Elektro, der ist gleich weg hier. So, Nummer 1. Die Kackstück. Ach, natürlich daneben oder was? Komm, die immer gleich mal ketten hier. Na komm hoch hier, du bist ja auch. So, wieder einer weniger. Ja, der war eigentlich für mich gedacht, hä? So, ich kette mal erstmal. Schön auf die Luken schießen. Ausgesetzt, man trifft. Wunderbar. Ja, die können wir jetzt hier schön vernichten. Ja, okay. Ich wollte nicht so prickeln hier. Krieg ich noch von rechts irgendeinen Beschuss hier? Ja, okay, schade, da war ich jetzt zu übereifrig. Aber das wird dann schon. Hallo! Was denn? Sprich mit mir. Okay, Nummer 1 kommt nicht. Schade eigentlich. So, ich habe wohl das Gefühl, das Gefecht werden wir leider verlieren. Der Knight Cromwell, der ist gegenüber den anderen Cromwell besser. Genauso wie der Gub auch besser ist gegen einen gleichen Panzer 4. Der Gub schießt, hat ein bisschen mehr Schaden pro Minute. Tiger, das Gefecht läuft noch, wunderbar. Oder auch nicht wunderbar. Dann fahren wir mal. Ja, komm, fahren mit dem Rheinmetall. Und hoffen, dass wir hier nochmal irgendwie etwas Schaden bekommen.
Beziehungsweise EP, was wir also dringend brauchen. Es würde ja auch reichen, wenn ich wenigstens Gefechte gewinne. Okay. Klasse Karte für einen Jagdpanzer. Klasse Karte. Wenn man von oben startet, ist es okay. Wenn man von unten startet, ja, okay. Kommt auf die Position drauf an. Also oben ist immer ganz gut bei D4 oder bei C4. Aber ein Jagdpanzer ist nur so gut wie sein Aufklärer. Hat man da keine Aufklärer? Ist man als Jagdpanzer etwas verloren, weil so eine hohe Aufklärungsreichweite hat man dann auch nicht, um irgendeinen Panzer aufzuklären. Und dann bleibt man meistens auf der Spur und kann sich dann ein bisschen wegschießen lassen. Gut, ist ein Achtergefecht. Top-Tier will ich jetzt nicht sagen, da sind so viele Achter dabei, das sind wir eigentlich nicht so gut aufgestellt. Hi, Trepper, schade, dass du schon wieder weg bist. Ich habe das jetzt leider zu spät gesehen. Aber wenn du wiederkommst, dann sag ich dir natürlich gerne nochmal Hallo. Trepper. Ja, ich fahre jetzt hier hoch auf C4. Und hoffe, dass dort oben auch jetzt jemand aufklärt, beziehungsweise unten aufklärt, dass ich von oben wirken kann, weil das dann doch dennoch sehr, sehr nah ist und der Gegner mich dann trotzdem noch. Ja, hallo! Ja, doch noch da. Also ich sehe es zumindest nicht, dass du zuschaust, aber das ist auch nicht so wild. Das verwundert mich eigentlich jetzt. Wie geht's, wie steht's? Ah, schade, auf den können wir nicht wirken. Das wäre natürlich jetzt wunderbar. Jetzt könnte ich mal in die... Also wenn er nochmal rauskommt, kriege ich ihn auf alle Fälle. Tarnnetz aufgebaut. Trepper. Ja, bei mir auch alles super. Spielst du denn auch WOT oder was? Schade. Los, zeig dich, Rheinmetall. Ey, sag mir nicht, jetzt komm hier. Ach, hier unten, gucke an, komm her. Ach, ein schönes Verfahren.